Geh zurück. Das machst du schon. Da vorne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgang. Los. Nein, 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 nein. Wir wollen erstmal hier ein bisschen schauen. Wie das hier. Wie schon bei Ankunft berichtet, ist die Situation in Dubai trostlos. Gelinde ausgedrückt. Die Zivilisten sind wie Geier. Die stehlen, randalieren. Einer wurde wegen einer Dose Limo aufgeschlitzt. Hier herrscht Chaos. Soldaten gehen nach Kriegsrecht vor. Das macht es nur noch schlimmer. Keine Chance, das HQ aus der Sturmwand raus zu erreichen. Agent Daniels ist abgereist, um Bericht zu erstatten und weitere Anweisungen einzuholen. Langley wird das alles nicht gefallen. Schätze, das werden sie uns heimzahlen. Nur für den Fall, dass es vielleicht wirklich einen draußen gibt, der es vielleicht nicht weiß. HQ steht für Hauptquartier oder Headquarter. Und das ist wirklich schon interessant. Da fragt man sich wirklich, was ist hier los? Was ging hier ab? Aber ganz ehrlich, so schlimm finde ich die Grafik nicht, wie sie in dem Bericht runtergemacht wurde. Klar, sie könnte wirklich weitaus besser sein. Also es kann immer besser sein, sagen wir es mal so. Aber jetzt wirklich schlimm, würde ich jetzt nicht unbedingt bezeichnen. So. Hier geblieben! Stehen bleiben! Tun Sie sich selbst einen Gefallen! Was? Die 33. Jagd Zivilisten! Attacke! Mist! Feuer erwidern! Sag mal, seid ihr doof? Wir sind in... Ah! Was ist denn los mit denen? Ich gehe rein. Oh, wir brauchen Deckung. Hier muss doch irgendwo Deckung geben. Ist doch scheißegal, von wem wir sind. Wir sind von US Marine Corps, Mann. Glaube ich zumindest. Weiß man ja auch noch nicht so hundertprozentig, aber gehe ich jetzt mal schwer von aus. Da gibt's doch nicht, da gibt's doch nicht. Hier ist echt... Na toll. Da sind wir weit genug weg. Oh, au. Komm her, krieg doch mal eine kleine Blendgranate zu euch hin. Weiter weg. Boah, das war jetzt wirklich haarscharf. Oh. Ja, dann töten wir ihn. Ja. Warum greift ihr uns auch an? Wir haben gerade ein Problem. Braucht man schnell eine andere Waffe hier. Supi, eine Flinte. Zivilisten haben wir hier gerade entdeckt. Nein! So. Ich dachte schon, ich hätte jetzt gerade gegen die Decke geschmissen. Dass die De- Wo sind die denn? So, damit haben... So, komm her, Mann. Du Drecksau. Du Drecksau. So, haben wir ein paar vernünftige Granaten hier bekommen. Bisschen Munition. Gib mir Deckung, ich lade da! Ja, toll, das lohnt sich ja gerade richtig. Dann nehmen wir lieber die. So. Ansonsten gab es hier nicht sonderlich viel, oder? Außer wir hinten eine Zivilistin. Die lassen wir auch mal schön in Ruhe. Ich glaube, mittendrin lag auch ein Zivilist. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Munition gefunden. Hat sich da also schon wieder gelohnt, ein bisschen umzuschauen. Ich finde diese Geheimdokumente halt interessant. Ich will nicht wissen, wie viel ich jetzt eh schon wieder verpasst habe. Einfach, weil die wirklich sehr viel weiterhelfen könnten. Was denn... Was ist das denn hier?
No firearms in the camp. Ja, das ist ja schön, dass die ja trotzdem alle mit den Gewehren. Oh, man hört schon, ist da Entfernung, was da hinten los ist. Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure. Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu pflichtbewusst. Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Na also, muss doch reichen. Ach, du Heilige. Ich weiß gar nicht, wie oft ich heute schon die Heilige gesagt habe. Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit. Sie werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo. Ich gehe doch nicht runter. Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr habt die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wolltet es so. Nicht wir. Das Einzige, was wir uns anbieten kann, ist ein Lied. Nämlich das perfekte Abschiedslied. Feind rückt vor! Ach ja? Habt ihr das auch schon bekommen? Ja, also ich weiß nicht, sind die verrückt geworden oder... Ich weiß einfach nicht, was ich hier von der ganzen Geschichte halten soll. Ah, immer dieses mit dem kurzen Bullet-Time-Gedöns. Ach, hau den platt! Und gib mir doch mal seine Waffe. Und trotzdem verstehe ich nicht, warum... Wer schießt denn hier? Ich bin mal einfach echt nicht sicher. Ich fast eine Zivilistin ist schon. Au, 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 au. Wo sind unsere? Da sind unsere Jungs. Lass mal irgendwie weiter. Haben wir erwischt, wie es scheint. Verdammt! Wo seid ihr denn? Komm schon, ich lasse jetzt lieber ein bisschen an unseren Trupp machen, wegen Munition etc. Shit, 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 shit. Heile ihn, heile ihn! Und Deckung, Deckung, Deckung! Okay, da muss man also doch ein bisschen aufpassen. So. Hat gerade so ein Soldat. Warum geht er nicht drauf? Na gut, dann haben wir ihn doch erwischt. Weites Ziel, erledigt ihn! Kriegst du da hin, oder? Wie ich immer so schön dazu sagen möchte. Ah, das kann man ja schon fast einen Bürgerkrieg nennen, wenn... Einfach drauf! Oh Mann. Munitionstechnisch sieht's echt scheiße aus. Ja, sofort. Ach, Herr Jemini. Sollte ich einen Befehl anzippen, hätte ich aber jetzt eben selbst erledigen können, also mein Gott. Wuhu! Okay. Ja, ihr könnt Granatwerfer nutzen, die kann ich genauso. Ihr verdammten Schweine und ihr Drecksverräter da. Ah, ha, 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 ha.
Ja und, ich habe einen Granatwerfer. Was denkst du, wer hat mehr Power? Wer hat mehr Power? Die Splinte oder meine Granaten? Da, 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 da. Oh. Habe ich mich selbst weggeschrotet. Na gut. Die Schrotflinte ist stärker, wie es scheint. Oh, hoffentlich gab es da einen Checkpoint dazwischen. Ich habe keine Lust, alles normal zu machen. Bitte, 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 bitte. Jo. Perfekt, das Checkpoint sogar, wenn man so sieht. Dann. Ah, daneben, daneben. Wow. Autsch. MG da unten. Da müsstet ihr noch erledigen. So. Komm schon, Mann, bleib nach. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ganze zwei Granaten. So, dann schauen wir, ob wir jetzt noch hier. Wo, 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 wo? Da. So, Sprengstoff ist voll, dann sollten wir vielleicht mal. Ich habe keine Ahnung, ob einer ist, aber da rennt einer. Und? Autsch, 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 autsch. Das muss gut gesessen haben. Der muss gut gesessen haben. Zwei Schuss haben wir noch damit. Ah, Control-Punkt erreicht. Wir landen in die unteren Etagen, ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Oh Gott. Einfach mal auf gut dünken da nach hinten. Hat doch schon mal gut funktioniert. Wir haben mit irgendwas anderes kaputt gehauen. Ach du Heilige. Ha, ich wusste auch rot. Immer solche roten Dinger abschießen. Müsste passen, oder? Und. Ja, gut. Zumindest einer mehr nicht. So, ach mein Gott, jetzt erledige ich die nochmal. Den. Ich habe nämlich schon die anderen hier. Und da schließlich soll da allmächtig. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ein Munitionsproblem. Das heißt, jetzt müssen wir quasi unsere Leute alles hier machen lassen. Kommt schon mal, war primäres Ziel, wollte ich schon sagen hier. So ein Feind, Freund? Ach mein Gott. Ah, munitionstechnisch gesehen kriegen wir echt nur immer ein paar einzelne Kügelchen. So, komm schon mal. Munition, ich brauche Munition. Jawohl, ja. So ist das schön. Ja, also offensichtlich sind die Executions waffenspezifisch. Kommt schon, Leute. Kommt schon, Leute. Wo sind noch die ganzen Zivilisten? Sind die etwa alle tot schon? Da waren sogar zu viele, dachte ich. Ah. Wo denn? Ah. Ich renn ja schon. Sollten wir ja mal nachladen. Aber jetzt hier wird die Irren da durchgehasten. Autsch. Da habe ich gerade leider eine Zivilistin hingerichtet. Das. Naja. Sorry. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. So, das ist Krieg, ne? Ist jetzt natürlich nicht. Ja, mein Gott, ich bewege mich doch. Jetzt gehe ich auf die Nüsse hier. So, zufrieden. Ja. Jetzt sind eigene. Gut, 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 gut. Da oben sind die Schweine. Ah, kommt schon, Mann, den mache ich fertig.
hochziehen. Ja, das ist wahrscheinlich für irgendwelche Erfolgssachen. Also ein paar Achievements oder so. So. Aha, aha, aha. Man hat schon gemerkt, dass da hinten anscheinend irgendwas losgeht. Da habe ich doch schon drauf geschossen, aber... Aber erstmal dann... Ich spiele auf den Bach drauf. Was? Wo, 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 wo? Ja, ich weiß ja nicht, wie viel ich da drauf jagen soll. Na, endlich. Ja. Hoffe ich doch. Ja, so hier. Was denn nun? Waren das alle? Ich denke, das war's. Und die Zivilisten? Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen sie jetzt? Sie wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden. Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Man kann es wohl kaum verdenken, dass die amerikanischen Soldaten gerade nicht sehr positiv gegenüber gestimmt sind. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Station CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Herr Station? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Das reicht, Hugo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Tja, was uns da drüben erwarten wird, werden wir bei der nächsten Aufnahmesession dann erleben. Ich mache jetzt nämlich immer noch mal eine kleine Pause. Stunde 20 ist, denke ich mal, auch erstmal genug. Kurz Wort dazu. Ach, da können wir sagen, wie viele Sammelobjekte wir haben. Haha, sollte man vielleicht mal öfters drücken. Kurz zum Spiel selbst. Also, nach dem ersten, ja gut, Stunde 20 kann man sagen, töten macht echt nicht so viel Spaß. Besonders, wenn da Zivilisten rumrennen, die man auf einmal, ja, mein Gott, passiert. Ist halt Krieg oder mehr oder weniger. Wir wissen immer nicht genau, was da überhaupt los ist. Ist jetzt aber auch eigentlich, ja... Nebensächlich kann man es nicht nennen, gehört das steht zur Story. Aber ich denke mal, das werden wir noch rausfinden während des Let's Plays. Also bisher bereue ich es nicht, das Blind zu zocken. Ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen!